Das ist so cool. Es wird noch viel besser, Mr. Cabot. Glauben Sie mir. Beim ersten Mal habe ich Ihnen nicht geglaubt, John. Ach, diesen Preis muss ich wohl bezahlen. Wir haben alle unsere Zweifel, John. Aber wir wollen glauben. Wir brauchen nur Sicherheiten. Wie ist es, einen Dinosaurier zum ersten Mal zu sehen? Wie am Anfang meiner Beziehung. Es ist faszinierend, anregend, bis sich plötzlich Fangzähne und Klauen zeigen. Das ist wirklich ein tiefgründiger Moment. Jedenfalls hatte ich diesen Eindruck. Deshalb muss der Jurassic Park fortbestehen, Dr. Grant. Ich möchte, dass die Welt diese Momente ebenfalls erlebt. Manche Erinnerungen an diesen Ort bräuchte ich nicht unbedingt. Genau deshalb habe ich Sie alle gebeten, die Reise erneut zu machen. Wenn Sie früher Teil des Prozesses geworden wären, wäre unser erstes Mal hier anders gelaufen. Diesen Fehler begehe ich nicht nochmal. Wir geben Ihnen die Chance, das zu beweisen, John. Und vor allem geben wir diesen Dinosauriern die Chance, in Harmonie mit der modernen Welt zu leben. So unsicher und töricht das auch klingen mag. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Und Ihnen, Dr. Lanker, werde ich das Gegenteil beweisen. Es gibt ihm ein erstes Mal. Wie Sie sich vorstellen können, herrscht auf Isla Nublar ein ziemliches Durcheinander. Wir brauchen also einen genauen Arbeitsplan. Ja, gewissermaßen eine Rückkehr an den Ort des Verbrechens. Welches Verbrechen denn? Überheblichkeit. Etwas, das diesmal etwas gewissenhafter gehandhabt wird, John. Ich gebe zu, ich war ein wenig zu enthusiastisch. Und dass es einige Schwachpunkte gab. Deshalb habe ich den jungen Cabot Finch mitgebracht. Also, was ist denn Ihr Forschungsbereich, Cabot? Business. Business? Toll. Das hat uns hier gerade noch gefehlt. Nachdem ich alles mit Mr. Hammond evaluiert habe, müssen wir einen Ankunftsort festlegen. Danach können wir die wichtigsten Anlagen erneuern und einen Ranger-Außenposten einrichten. Wir? Nun, eigentlich Sie, Dr. Grant. Und Dr. Sattler und Dr. Malcolm. Viel zu tun, aber es klingt recht einfach. Sie sind wohl wirklich ziemlich unbedarft. Was, Finch? Thank you.
etwa nervös, wieder hier zu sein, Dr. Grant? Als ich zum letzten Mal hier war, musste ich flüchten. Und ich will sicherstellen, dass das, was passiert ist, nie wieder passiert. Darum bin ich zurückgekommen. Widerwillig. Andererseits habe ich hier die Gelegenheit, mit lebenden Dinos zu arbeiten. Also? War das jetzt ein wenig verständlicher? Völlig, Dr. Grant. Und Mr. Hammond scheint davon überzeugt zu sein, dass hier alles wie geplant laufen wird. Und wie beabsichtigt. John Hammond mangelt es nicht an Überzeugung. Kompetenz hingegen... Ist etwas, worüber ich ausreichend verfüge, Dr. Grant. Fürs Erste müssen wir das Erdwärmekraftwerk reparieren. Okay, danach kümmern wir uns um das Besucherzentrum. Ist es erst repariert und mit Strom versorgt, haben wir eine solide Operationsbasis. Reagiert auf Reparaturanfrage. Thank you.
Anfrage. Kommt auf die Liste. Bestätige Anfrage für Reparaturtrupp. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Aufgabe erhalten. Ich war zuerst ebenfalls widerwillig. Aber dann habe ich realisiert, dass ich noch abgeneigter wäre, nicht herzukommen. Denn die Zeit läuft weiter, wie sie es immer tut. Mir ging es genauso. Es besteht kein Zweifel daran, dass dieser Ort momentan der wichtigste auf Erden ist. Möglicherweise. Aber was ist mit Dr. Grant? Er und ich sind ein Team. Durch dick und dünn, verstehen Sie? Ja, nun, Chaos, Dr. Sattler. Die Chaos-Theorie lässt mich zweifeln, ob wir es wirklich besser machen oder das Unvermeidbare nur weiter hinauszögern. Es geht um Verantwortung. Als wir das letzte Mal hier waren, waren wir Hammonds Gäste. Diesmal sind wir seine Partner. Wir haben Mittel und Wege, es anders zu machen. Ambitioniert, Dr. Sattler. Sehr ambitioniert, aber ich mag Ihre Einstellung. Gut. Ich brauche ein Forschungsmodul als Teil des Besucherzentrums. Dann kümmern wir uns um die verschiedenen Zäune. Lassen Sie uns diesmal auch einen Schutzbunker bauen. Ich meine, wir haben ja beide gesehen, wie effektiv Zäune in der Vergangenheit waren. Reparaturtrupp meldet sich zurück. Wütende Dinosaurier. Ich kann uns allen Zeit sparen und vorab erklären, was passieren könnte. Und dass all das womöglich früher eintritt, als irgendjemand glauben möchte. Mich selbst ausgenommen. Unterwegs zur Reparatur. Unterwegs zur Futterstation. Mhm.
Lege weitere Aufgabe fest. Mr. Hammond ist sehr besorgt. Wir erhalten Berichte von verletztem Personal. Velociraptoren. Wir müssen sie ins Raptorengehege verfrachten. Sind Sie nicht ein Experte für Velociraptoren, Dr. Grant? Nun, man kann durchaus behaupten, dass Dr. Grant und Velociraptoren sich von früher kennen. Wenn man sein ganzes Leben lang ein Tier studiert, muss man dennoch die harte Realität akzeptieren, dass genau dieses Tier einen bei einer Begegnung töten würde. Sie sind ihnen jedoch begegnet. Ohne Jurassic Park wäre das nicht möglich gewesen. Er war also nicht umsonst. Nein, er verschaffte mir durchaus eine Menge schlafloser Nächte. Einverstanden. Bestätige Aufgabe.
kümmere mich um Reparatur. Einsammeln des Produkts unterwegs. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Transportiere Produkt. Produkttransport beendet. Hole Produkt ab. Produkt wurde transportiert. Bestätigt. Füge Aufgabe hinzu. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Also, unser Ziel ist, alles unter Kontrolle zu bekommen, richtig? Kontrolle? Nein. Nein, Finch, das Maximalziel auf Isla Nubla ist ein gelenktes Chaos. Und deshalb sind Sie hier, Dr. Malcolm. Oh, ich dachte schon wegen meines Humors. Wir müssen Jurassic Park kontrollieren können, ob Chaos oder nicht. Dann können wir größere Pläne besprechen. Alan und ich sind noch nicht sicher, ob wir den Park für Touristen freigeben sollen. Das ist eine Untertreibung. Ich verstehe Ihre Bedenken. Aber alles zu seiner Zeit. Und ich erinnere mich an die Menschen, die ihre Grabungsstätte in den Badlands besuchten. Sie verlangten Eintrittsgeld, oder nicht? Diese Spenden finanzierten unsere Forschung. Genau wie ich. Dafür sind wir dankbar, aber... Aber in Wahrheit machen wir hier im Jurassic Park nichts anderes, Dr. Sattler. Zugegeben, vielleicht in etwas größeren Dimensionen. Und mit mehr Theatralik und Butterpopcorn. Wir kennen Ihre Vision, John. Aber die Ausführung muss besser funktionieren. Deswegen sind wir alle hier. Um sicherzustellen, dass dieser Traum, mein Traum, nicht stirbt. Und es gibt noch einen weiteren großen Unterschied zwischen uns, John. In Montana haben Ellie und ich Dinosaurierfossilien ausgegraben. Hier sind es die Dinosaurier, die uns begraben wollen. Und ist das nicht aufregend? Sie müssen wirklich lernen, wann man besser den Mund hält, Finch.